Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Minecraft Let's Play, nämlich Ethermod mit dem Paul. Der gleich mal gekickt wird. Yay. Was ist los, Alter? Connection Fail. Hi. Tja. Hi, Menschen. Der Server funktioniert ja jetzt schon so gut, Mann. Es liegt daran, dass es halt Alpha ist, wie schon. Ja. Ich werde hier dauernd auf Steam zugespammt, hört auf. Fame-Hure. Ja, es ist so schlimm. Das ist das Problem, wenn man jede Gruppeneinladung annimmt, die einem angeboten wird. Ja, das mache ich zum Glück nicht. Naja, ist auch egal. Jetzt habe ich nur eine Frage. Soll ich das hier als 100 Abonnenten-Special anfangen? Also, wollen wir da mal extra was machen? Weil ich meine, langsam müssen wir uns mal was einfallen lassen, weil wir haben jetzt schon wieder 105 Abonnenten, ja? Ja, es geht so schnell. Ist halt alles so geil. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, das war gerade ein heftiger Lag, okay. Können wir eigentlich machen als 100 Abonnenten-Special? Wieso nicht? Ich meine, wir haben jetzt eh, wie gesagt, so viele Minecraft-Let's Play am Laufen, dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn eins davon wirklich was. Ja. Genau, das hier ist erstmal quasi so die Vorbereitung eines Minecraft-Spiels. Genau, also normalerweise würde der Max auch noch mitspielen, wenn er Zeit hat. Aber sonst der muss gerade die Schulaufgabe schreiben am Wochenende. Aha. Fail. Was für ein Wichser. So, das heißt hier, also ich habe noch gar keine Ahnung. Also mich wird's wirklich hundertprozentiger blind. Paul kann wenigstens so die Basics so ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Ja, auf jeden Fall, um mal zu erklären. Erstmal, wir machen jetzt, ist es die Vorbereitung für den Ethermod 2. Es gab schon mal einen ersten Teil, den ich nie gespielt habe, aber der anscheinend auch ganz gut. Bei uns gibt's einen neuen Teil. Genau. Und genau, das ist halt so eine Art. Warte, ich zeig's kurz mal. Ich gehe mal hier kurz in den Ether rein. Mach das. Genau. Komm. So. Wer es noch gar nicht gesehen hat, aber ich denke, wow. Hier nicht runterfallen. Okay, warte mal. Kurz zu erklären. Man ist quasi halt im Ether und also das ist quasi eine neue Welt, wie halt die normale Welt und Nether gibt's ja und Ender. Das ist eigentlich Gegenteil vom Nether, nur quasi das ist der Himmel. Sozusagen, genau. Und da kann man halt, ist halt eine ganz, also separate Welt quasi, wo es gibt neue Erze, es gibt neue Kreaturen, es gibt so Minibosse, es gibt alles Mögliche. Ja, hier könnt ihr es sehr schön sehen, einfach hier so Sky-Landschaften. Ja. So, jetzt gehen wir aber erstmal zurück, sonst schimpft der Max. Nein, keine Ahnung. Und weil, genau, und wir wollten es eigentlich zu dritt machen, mit Max zusammen, aber nachdem der gerade noch nicht keine Zeit hat, dachten wir, wir fangen schon mal an, wir tun uns ein bisschen vorbereiten, so ein bisschen Nahrung sammeln und... Wow, ja. Ich würde aber sagen, wir tun nicht so viel Zeug jetzt von wegen irgendwie, ja, komplett Ausrüstung, was so Spitzhacken, Schwerter und sowas. Ja, also Basic-Sachen einfach, würde ich sagen. Also ich würde sagen, wir sollten auf jeden Fall Nahrung mitnehmen und ein bisschen Rüstung, weil die Gegner sind teilweise echt hart. Ja. Und was ganz wichtig ist, wir sollten uns hier oben auf unserem geilen Dach von unserem geilen Portal, sollten wir ein Wasserbecken hinbauen. Wieso das denn? Achso, falls wir runterfallen. Wenn man Insel runterfällt, dann wird man automatisch irgendwo im Himmel kommt man quasi raus. Über Portal und dann fällt man runter und stirbt. Aber das ist doch nicht immer so, dass so ein schönes Häuschen rum ist, oder? Nein, das habe ich hingebaut, weil mir langweilig war, weil ihr alles lang gebraucht habt und scheiß Mods installiert. Achso, ich dachte schon, es kann doch nicht sein, dass wir solche geilen Nein, Dinger finden. Nur das Portal aus. Das Portal ist eigentlich wie ein Nether-Portal, bloß halt aus Glowstone und mit Wasser. Also, okay. Ja. Alter, ihr pisst gerade, egal. Also nicht im Game, sondern hier Real Life und so. Regnet? Ja. Glaube ich. Oder das ist du, der so rauscht. Egal. So. Ich glaube eher, es ist Regen, weil bei mir, also ich höre das auch und bei dir im Hintergrund rauschen. Was? Du hörst es? Okay. Ich höre raus, es kann aber auch einfach schlechte Skype-Qualität sein. Ja, Skype mal wieder. Ne? Ich mach mal gerade noch ganz kurz was. Ja, ja. Spawn. Gott. Point. Achso, ja. Wir werden natürlich hier nicht einen Game Mode benutzen. Ich habe mal unseren Spawnpoint hier oben ausgestellt. Falls wir sterben. Und ich sollte uns die Koordinaten aufschreiben, nicht dass wir jetzt irgendwo hinrennen und es nie wiederfinden.
Stimmt, wir haben gar keine Dinge. Ich habe einen Screenshot gemacht. Okay. Ja, mir fällt gerade auf, dass ich mit dem Default Texture Pack spiele, aber ist mir das auch egal. Das ist toll, ich kann mit so coolen Auflösungs-Texture Packs spielen. Ja, ich spiele jetzt auch immer eigentlich mit Sfax Speedycraft. Ja, das mache ich auch, aber ich habe das mit der höchsten Auflösung, das 512x512 oder so, weiß es nicht mehr. Okay, das ist natürlich nice, ich benutze immer dieses 128er. Das reicht mir eigentlich schon. Wo bist du schon wieder hingerannt und warum werde ich schon wieder Connection nachkommen? Oh, ja, wir benutzen hier einen Hamachi-Server, da kann das natürlich mal vorkommen. Mhm. Weil wir kein Geld haben, uns einen echten Server zu kaufen. Nee, wir hatten ja mal irgendwie einen Monat lang. Ja, einen. Den habe ich bezahlt. Und oh, stimmt. Ich war der Einzige, der den Server überhaupt benutzt hat. Nee, ich war einige Zeit sogar drauf. Ja, irgendwie ungefähr ein Drittel der Zeit, in dem ich den Server bezahlt habe. Ja, passt doch. Der Server lief, glaube ich, Anfang dieses Jahres war der, glaube ich, irgendwie. Ich weiß es nicht mehr. Es war, naja. Und, ja, wo bist du hingerannt? Ich bin bei unserem schönen Portal, hier bin ich doch. Ich habe noch ein bisschen Holz, ich habe noch Holz gesammelt. Ja, gut. Wir werden natürlich sehen, hier, das Inventar sieht natürlich auch ganz schön anders aus, da habe ich auch keine Ahnung, was das alles ist hier für mich. Ach, hey, jetzt hat es irgendwie extrem laggy. Yay. Es geht. Was zur Hölle? Egal. Ja. Also, kannst du mal kurz, ich weiß nicht, ob du es erklären kannst, was das hier alles ist im Inventar. Ja, klar. Also wir haben hier, also erstmal rechts sind wir diese normalen vier Blöcke, wo man craften kann. Die da? Ja. Also die da meinst du. Dann, diese vier Blöcke, wo nichts drin ist, sind für Rüstung. Ja. Und dann dieses Fragezeichen. Also quasi so, weil ich weiß nicht alles, aber ich weiß, dass teilweise für gibt so Art Ringe oder sowas. Okay. Zeug, die dir alle irgendwie die verschiedene Sachen machen können. Okay. Alter. Und in der Mitte gibt's sowas wie einen Umhang. Und der Umhang, der hat spezielle Fähigkeiten. Zum Beispiel, dass man schneller rennen kann oder unsichtbar ist oder sowas. Anders mal. Alter, ihr pisst echt. Hörst du das? Ich höre das, ja. Scheiße, dann hörst du Zuschauer. Ich mach mal kurz das Fenster zu. Weil wir sind voll professionell. Was denn? Ich sag dir, wir sind voll professionell. Mit wegen was? Wegen allem. Hey, ich hab hier geile... So, ich hab jetzt hier auch mal Kakaobohnen. Ja, genau. Die uns irgendwie nichts bringen, wenn wir kein Getreide haben. Alter, ich war hungergleich, wir müssen uns irgendwas zu essen besorgen. Ja, ich sehe hier aber überhaupt keine Tiere. Mal kurz McDonald's. Yay. Das wäre mal die geilste Mod ever. Ja, so eine McDonald's-App, wo du dann irgendwie fettige Burger kaufen kannst. Gott, was mache ich hier eigentlich? Ich setze hier einen Holzblock hin. Also hier sind... ich bin hier, genau neben dir quasi. Hi, vor dir steht ein Schwein, töte es aber einfach. Ja, ich weiß, ich wollte mir gerade ein Crafting-Table machen. Hi, ich kann's nicht, bei mir deckt's wieder. Geul. Geul. So, 9, zack. Ich glaube, ich lade mir da noch eine Minimap wieder runter. Cheater. Ja, das ist doch kein Cheaten. Ich bin jetzt so gemohnt von Tacket Light. Achievement! Time to strike! Ja, schön. Wir haben natürlich hier ein vollkommen blanke Minecraft-Jar-Datei. Ich hoffe, das funktioniert, dass ich nachher wieder Tekken Light spielen kann. Ja. Hast du das Backup gemacht, wie ich dir gesagt habe? Ja, klar. Gut, dann... Es sollte nichts passieren. Nein. Ich darf nur nicht jetzt vergessen, dass diese Jar-Datei von dem auch nochmal zu speichern. Ja, das wäre intelligent. Das wäre intelligent, ja. Das ist so schlimm, ich habe bei mir auf meinem Computer habe ich... Weiß was ich, wie viel. Ich glaube, Minimum 20 Minecraft-Backup-Dateien mit allen verschiedenen Mods drauf und so. Wieso immer? Was, immer das gleiche oder immer was unterschiedliches? Nee, ich habe hab ja für die ganzen Versionen noch das ganze Zeug. Ich habe zum Beispiel noch eine alte Version 1.4.7 mit dem TNT-Mod drauf, weil der, zumindest der, den ich wollte, nicht mehr geupdatet wurde.
Dann habe ich noch ältere Dateien drauf für Server, auf denen ich gespielt habe oder noch Spiele, die noch keine Versionen nicht geupdatet haben. Oh Gott. Und einfach, weil ich mir denke, dass ich vielleicht irgendwann wieder brauchen werde. Ich laufe hier jetzt irgendwie stumpf in einer Richtung, ne? Ja, dann machen wir was Sinnvolles. Ich töte jetzt hier ein Schwein, das bei mir extrem rum. Oh ja, ich habe auch ein Schwein gefunden. Oh, ich habe sogar zwei. Ich will dein Fleisch haben, Schwein. Bleib. Ich will dein Fleisch haben, Schwein. Ah, ja. Schwein, bleib stehen. Ein Schweinefleisch, mein Leben hat wieder einen Sinn. Ich habe schon drei. Hahaha, ich werde überleben, ich du nicht. Ich habe vorher schon fünf gegessen und habe trotzdem jetzt nur noch vier. Ja, weil du schon die ganze Zeit immer auf dem Server warst, als ich noch den Server eingerichtet habe, oder? Ja, eben. Weil du unfähig warst. Weil dir dieses Ding zu uns oder, ja. Wie lange gibt's den Mod jetzt eigentlich schon? Nicht so lange, oder? Eine Woche höchstens. Wow, okay. Also das ist ganz neu, dieser Mod. Ganz neu. Also der wurde schon vor Monaten angekündigt. Also es heißt seit Monaten, dass er morgen rauskommt. Die haben die Entwickler ganz oft auf der Facebook-Seite geschrieben, dass er morgen rauskommt und so. Das ist doch bei sowas immer, oder? Die sagen, ja, es hat ewig gedauert, bis er jetzt wirklich rauskam. Ich glaube 5 Monate, oder? Habe ich gelesen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es lange und jetzt ist er aber draußen und freuen wir uns einfach der Tatsache. Backt ein Schwein durch das Gestrüpp. Egal. So, nice. Du hast nicht zufällig schon Ofen oder sowas, oder? Hm. Nee, ich hab doch gar nichts. Ich hab mir gerade Chicken gekillt. Dann hoffe ich mal, ich hoffe, tue dir mal gerade mal. Ich bin gerade in einer ganz guten... Oh fuck, wir haben ja Monster an. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, ob sie vom Server hier überhaupt an sind. Ja, sind sie. Ich hab... Okay. Es stehen schon welche rum. Ich okay. Tue mir erstmal mich hier in die Wand eingraben. Ah, scheiß Schwein, bleib stehen, so... Dankeschön. Oh. Endlich, mein Too Many Items Mod funktioniert. Was? Ich hab den irgendwie ewig lang versucht zu installieren. Jetzt funktioniert er auf einmal. Was zur Hölle? Den benutzt du jetzt aber nicht, oder? Nein, nein, keine Angst. Aber ich habe ihn mir installiert, weil ich selber ein bisschen mir diesen den Item Mod angeguckt habe. Und gibt's den auch aktualisiert, also ein Add-on für Dingens? Für Ether Mod, oder? Was? Gibt es jetzt schon mit den neuen Sachen für den Ethermod? Nee, aber die sind da, glaube ich, meines Wissens automatisch drin. Wirklich? Ich weiß aber nicht, wie ich ihn aufmachen kann. Ich kann jetzt irgendwie, jetzt kann ich nicht mehr aufmachen. Ach, ist auch egal. Meines Wissens sind eigentlich von allen Mods immer gleich die Sachen drin. Ach so, okay, das ist natürlich nice. Ich muss die mir bloß wiederholen, weil ich ja eine komplett neue, weil ich auf einer Computer spiele und da sowieso nichts habe. Und weil ich ja wieder auf 1.5.1 runter musste. Weil der Server nicht, weil das Mod ja nicht geupdatet wird. Hast du schon, aber noch nicht jetzt. Ja. Wird schon noch kommen. Ja, es soll anscheinend sehr bald abgedatet werden, aber. Sehr bald, ne? So wie, wie sie rauskommen soll. Oh, ich habe ein gebratenes Chicken. Schön. Vielleicht habe ich noch ein gebratenes Chicken. Hast du dir jetzt ein Furnace gemacht? Was? Hast du jetzt einen Ofen gemacht? Ja. Achso, okay. Da komme ich mal wieder zurück, wenn ich wieder zurückkomme. Leider habe ich noch keine Kohle. Ich habe jetzt hier schon gleich 16 oder 17. 17. Ja, du kannst ja mal zu mir kommen. Ich habe mir hier so ein kleines Ding, baue ich mir gerade. So einen Unterschlupf, weil ich Angst habe vor den Skeletten, die auf der anderen Seite vom Fluss stehen. Okay, dann kämpfe ich mich mal hier wieder zurück und hoffe, dass ich da irgendwie herauskomme, wo ich angefangen habe. Ich habe Angst. Oh ja, ich habe meine Crafting Table gefunden, ne? Eigentlich erstmal hier nochmal gepflegt. Ein Schwert. Steinschwert. Schwein, spring nicht ins Wasser, sondern gib mir dein Fleisch. Dankeschön. Mann, echt, dieses Spiel, immer man tötet Schweine mit der Hand und tut sie dann ihr Fleisch roh aufessen. Ja, das ist schon so ein bisschen... überhaupt nicht gewaltverherrlichend oder so. Das wäre auch mal geil, so eine Mod, wo alles so ein bisschen mehr blutiger aussehen würde. Also, gibt's glaube ich sogar so in der Art. Wirklich? Keine Ahnung. Habe ich mich jetzt auch nicht so erkundigt, ob es das gibt. Oh Gott, das sind Zombies und Skelette und ich töte sie jetzt. Sterbt. An was Skelette halt auch immer sterben. Die sind doch eh schon alle tot. So, ich bin wieder zurück. Ja, schon irgendwie. Wo hast du denn die Furnace gebaut?
Ich bin ein bisschen am Fluss da lang.